Ich bin unterwegs auf der Heimreise mit Riccardo Maranelli. Nicht Maranello, was ich gelegentlich sage, was natürlich falsch ist. Aber das ist eine freudsche Fehlleistung wegen Ferrari. Und er fährt natürlich auch Ferrari, ist ja klar. Ja, genau. Er hatte einen merkwürdigen Tag bisher, weil du musstest Schalke mit mir gucken. Ja. War schlimm? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja parallel, du Schalke, ich Düsseldorf geschaut. Ja, wobei ich sagen muss, so der hundertprozentige Fußballfan ist er nicht. Er interessiert sich wohl, das merkt man. Aber währenddessen Fortuna Düsseldorf spielte, hat er dann gelegentlich umgeschaltet auf Leo Sayer zum Beispiel. Ja, oder auf Nessun Dolmer von Pavarotti. Genau, also Musik spielt dann doch die Hauptrolle in seinem Leben. Also ich melde mich gleich nochmal. Natürlich herzliche Wahl mit der Zusammenfassung vom Tage. Schalke 1-1, 10 Minuten vor Schluss der Ausgleich, hat mich natürlich geärgert. Aber wie heißt es immer so schön? Ich zahle auch 3 Euro dafür. So ist Fußball. Riccardo, wann sehen wir uns wieder? Nächste Woche schon. Wo singen wir da? Da werden wir in der Nähe vom Rheingau, glaube ich, wenn wir spielen. Oh nein. Rheinberg. Rheinberg. In der Nähe von Duisburg. Ja, habe ich getan. Ich muss mich währenddessen auf den Verkehr konzentrieren. Ja, Rheingau, Rheinberg, scheißegal. Ich werde dann aus Bochum kommen, weil ich vorher den VfL Bochum gegen den Sensationssieger vom Wochenende begleite, also Heidenheim. Und wie gesagt, ich melde mich nachher nochmal, wenn Wolfsburg gegen Gladbach gespielt hat. Tschüss aus dem Ferrari.